Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main, 1961-64. Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom Kollegen Kasseckert. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main endet oder läuft am 31.03.2019 aus. Und deshalb ist es notwendig, dass wir uns über die Fortschreibung der rechtlichen Rahmenbedingungen als Grundlage für den Regionalverband für die Metropolregion Frankfurt rechtzeitig austauschen. Wir wollen mit dem Gesetz, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf dieses für die weiteren 10 Jahre tun, und wir wollen ins Gespräch kommen mit den Akteuren der Metropolregion. Ich will vorwegschicken, die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main als eine der 11 Metropolregionen in Deutschland gehört nicht nur zu den wirtschaftsstärksten und prosperierendsten Metropolregionen in Deutschland und Europa, sondern sie ist auch von ihrer Aufstellung her eine der stärksten Metropolregionen. Ich glaube, dass dies auch ein Grund ist für das inzwischen etwa 20 Jahre andauernde Gesetz und die Struktur, die wir in der Metropolregion geschaffen haben, ein Ergebnis aller, die daran bisher mitgewirkt haben. Die Basis dieses Gesetzes, dieser Zusammenarbeit in der Metropolregion, ist die Freiwilligkeit. Wir haben hier und an vielen Stellen in der Region schon oft darüber diskutiert, ob freiwillig oder eine verfasste Region die bessere Form der Zusammenarbeit wäre, ob die Kommunen ihre Interessen durch ein direkt gewähltes Parlament besser vertreten wissen. Wir glauben am Ende, und deshalb schlagen wir vor, dieses Gesetz in der vorliegenden Fassung mit ein paar kleinen Änderungen fortzuschreiben. Wir glauben, dass die freiwillige Zusammenarbeit die bessere und bisher sich bewährte Grundlage ist. Ausdruck findet es im RMV als Beispiel, aber auch in der Kulturregion, in der Frankfurt-Rhein-Main of the Region GmbH, also die Wirtschaftsförderung des Landes. Und überall dort, wo die Kommunen sehen, dass es Sinn macht, sich zu beteiligen, haben sie über die Freiwilligkeit, über oft dann GmbH-Lösungen, die Möglichkeit, sich in die Metropolregion einzubringen, sich zu beteiligen, auch davon zu profitieren oder an anderen Stellen sich eben rauszuhalten, wenn man sagt, an der einen oder anderen Thematik ist vielleicht die Kommune nicht beteiligt und betroffen. Und deshalb ist der Weg der Freiwilligkeit auch für die Zukunft für uns das Maß der Dinge. Und im Gesetzentwurf wird es Sie nicht überraschen, wenn wir diesen auch so fortschreiben. Wir haben in der Metropolregion, in der engeren Metropolregion im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main 2,2 Millionen Menschen. Diese enge Abgrenzung hat auch oft zu Diskussionen geführt, sollte man es größer fassen. Wir haben im Jahr 2011 schon einmal mit der Änderung des Gesetzes die Möglichkeit geschaffen, freiwillig dem Ballungsraum, dem Gebiet des Regionalverbandes beizutreten und damit auch die regionale Flächennutzungsplanung eben für weitere Kommunen eröffnet. Denkbar wäre Wiesbaden, denkbar wäre Darmstadt, also all die Regionen, die an den jetzigen Ballungsraum anschließen. Davon Gebrauch gemacht hat leider bisher niemand. Ich glaube, und das wird die Evaluierung dann sicherlich auch hervorbringen, dass die Freiwilligkeit nach wie vor auch hier das Maß der Dinge ist, wenn die Kommunen darüber entscheiden sollen, sich dort anzuschließen, den regionalen Flächennutzungsplan, der jetzt in der Neuaufstellung ist, über den Regionalverband abwickeln zu lassen oder wie bisher, wie Wiesbaden und auch Darmstadt, ihn in eigener Regie zu machen. Meiner Meinung nach, und Sie wissen, dass ich selbst 4 Jahre im Vorstand des Regionalverbandes Frankfurt-Rhein-Main tätig war, meiner Meinung nach gibt es überhaupt keinen Grund, dass es ein Abbruch wäre, dass Wiesbaden oder Darmstadt oder andere Kommunen nicht Teil dieses regionalen Flächennutzungsplans sind. Ganz im Gegenteil, wir haben es geschafft, glaube ich, die Planung eine vernünftige Grundlage für die Region darzustellen, die aber nicht an den Grenzen dieses Ballungsraumes endet, sondern die eben auch diese Kommunen mit einbindet, die überörtliche Planungen mit beinhaltet, was das Thema Verkehr betrifft, was auch die Ausweisung von anderen wichtigen Kernräumen bzw. Siedlungsentwicklungsflächen in der Region betrifft. Und da kommt in den nächsten Jahren eine große Verantwortung auf den Regionalverband zu. Wir haben heute Nachmittag die Diskussion zum Landesentwicklungsplan. Der Landesentwicklungsplan wird Leitplanken schaffen, während der Regionalverband und die Regionalversammlungen dann wirklich in kommunaler Selbstverwaltung die Chancen nutzen können. Der Landesentwicklungsplan schreibt Ihnen Chancen und Möglichkeiten zu, aber auf der anderen Seite eben auch in der kommunalen Abstimmung
dort Restriktionen vornehmen kann und muss, wo sie angezeigt sind. In dem Gesetzentwurf haben wir uns gleichwohl über die Frage möglicher neuer Aufgaben beschäftigt. Wir haben vier neue Aufgabenfelder für den Regionalverband. Das ist das Thema Wohnungsbau, der in den vergangenen Tagen des Plenums auch schon oft diskutiert wurde. Wohnungsbau ist gerade für den Ballungsraum eines der drängenden Probleme. Der Regionalverband hat mit dem Instrument des regionalen Flächennutzungsplans genau dieses Instrument in der Hand, um entsprechend Potenziale für die Kommunen bereitzustellen. Er hat es in der Vergangenheit getan. Wir haben rund 2.500 Hektar Wohnsiedlungsfläche in dem alten oder in dem bisher bestehenden Plan zur Verfügung gestellt, von denen bisher, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, etwa 60% angepackt wurden, nicht umgesetzt in Wohnentwicklung, sondern angepackt auch in Baupläne oder in Baupläne der Kommunen. Das zeigt aber auf der anderen Seite, dass wir sehr genau hinschauen müssen, weil da nach oben noch viel Luft ist, sehr genau hinschauen müssen. Und das kann nicht das Land. Deshalb ist der Landesentwicklungsplan nur die Darstellung von Leitplanken, sondern es können nur die Kommunen, weil sie wissen, wo am besten Entwicklung von Wohn- und Siedlungsflächen möglich ist. Und deshalb glaube ich, dass die Grundlage, die wir mit dem Regionalverband geschaffen haben, ein gutes Instrument sein wird, um eben dem Wohnflächenbedarf auch in Zukunft entsprechend auch etwas entgegensetzen zu können. Und deshalb wird Wohnungsbau als neue Aufgabe des Regionalverbandes hinzukommen. Ähnlich wie das Thema Trinkwasser, auch das spielt in einem engen Ballungsraum eine Rolle. Dort, wo mehr Siedlungs- und Wohnfläche entsteht, muss auch Ressourcenschutz Platz greifen. Trinkwasser ist einer dieser wesentlichen Themen, genauso aber auch Digitalisierung, Energie und Klima. Also hier erweitert sich das Gebiet oder die Aufgabe des Regionalverbandes um einiges, was aktuell bisher schon oft auch diskutiert wurde. Ich komme zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden in der Evaluierung sicher einiges an Informationen von den Beteiligten erfahren. Meine Erfahrung ist, in den Gesprächen, die ich mit vielen Vertretern der Region, ob das in Kommunen, ob das in Landkreisen, ob das mit den Gesellschaften regionaler Gesellschaften der Fall ist, dass wir eine gute, aufgestellte Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main haben. Meine Hoffnung, und das will ich auch sagen, ist, dass der Regionalverband noch stärker hier in die Führungsrolle kommt. Das war unsere Zielsetzung schon mit dem Gesetzentwurf 2011, dass er hier eine stärkere Rolle als Spinne im Netz einnehmen kann, im Prinzip so eine Art Dachgesellschaft über die regionalen Aktivitäten. Das wünsche ich dem neuen gewählten Vorstand. Meine Hoffnung ist da sehr, sehr gut begründet. Ich habe gesehen, der Kollege Ruben Kötter, der stellvertretende Vorsitzende oder Direktor des Regionalverbandes, ist heute hier. Ich bin sehr davon überzeugt, guter Mann, habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass er mit dem ebenfalls guten Mann Thomas Horn an der Spitze des Regionalverbandes diesen Verband in eine neue Ära, in eine erfolgreiche Ära führt. Dafür wünsche ich euch beiden viel Erfolg, und das Gesetz wird die Grundlage dafür schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseckert. Das Wort hat der Abg. Marius Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Geburtstagskind Heiko Kasseckert! Es gibt zu dem vorliegenden Gesetzentwurf eine ganze Menge zu sagen. Vielleicht fange ich mit dem formellen Teil an. Bei der letzten Fortschreibung des Metropolregiongesetzes 2010 gab es überhaupt keine Evaluierung. 2017, im letzten Jahr, gab es eine dieses Gesetzes. Mit Schreiben vom 16.03. wurden die Kommunen und die Verbände aufgefordert, innerhalb einer gerade einmal 4 Wochen Frist Stellung zu nehmen, und da lagen noch 2 Wochen Osterferien dazwischen. Die Ergebnisse dieser Evaluierung bekommen wir aber als Parlament nicht, weil es jetzt einen Fraktionsentwurf gibt und keinen Entwurf der Landesregierung. Und das, obwohl die Stellungnahmen bereits seit einem Jahr im Ministerium vorliegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die parlamentarischen Sitten sind inzwischen auf einem schlicht unterirdischen Niveau angelangt. Zweiter formeller Punkt. Das Gesetz soll mit dem Entwurf wieder befristet werden, na klar, allerdings auf fast 11 Jahre. Ich bin durch die Begründung in dem Gesetz auf einen Leitfaden im Staatsanzeiger vom 1. Januar gestoßen, wonach Gesetzentwürfe der Landesregierung nunmehr grundsätzlich auf 7 Jahre zu befristen sind, sogar auf 10 Jahre, wenn nichts oder nur wenig geändert wird.
Und außerdem werden jetzt alle Gesetze immer bis zum 31. Dezember befristet. Dazu zwei kleine Anmerkungen. Erstens. Offensichtlich hat die Landesregierung bei den ganzen Befristungen ihrer Gesetze die Übersicht verloren. Wenn zukünftig alle Gesetze zum Jahresende auslaufen, dann können wir demnächst eine Plenarrunde zwischen den Jahren einplanen. Und eine Befristung auf fast 11 Jahre, wie vorliegend der Fall, ist nun wirklich Quatsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kann man es auch gleich ganz lassen. Und zweite Anmerkung dazu, Herr Kollege Kasseckert, ich schenke Ihnen zum Geburtstag eine Information. Dieser Leitfaden, den Sie in Ihrer Gesetzesbegründung ansprechen, der gilt nur für Regierungsgesetze. Der gilt gar nicht für Fraktionsgesetze. Sie müssen sich da gar nicht dran halten, das Gesetz auf 10 Jahre zu befristen. Ich bin mir sicher, dass das nur ein Versehen war, denn Sie werden sich als Fraktion ja sicher nicht von der Regierung vorschreiben lassen, wie lange Sie Ihre Gesetze zu befristen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Materiellen im Gesetzentwurf. Ich habe ja schon gelernt, dass man die Erwartungen an die Problemlösungskompetenz von Schwarz-Grün nicht allzu hoch ansetzen darf. Auch beim Thema Metropolregion haben Sie unsere Erwartungen voll erfüllt. Die Novellierung des Metropolgesetzes wird den dramatisch gestiegenen Anforderungen an eine zukunftssichere Politik für die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main und ihr Kerngebiet, den Regionalverband, nicht gerecht. Die Gebietsgrenzen werden nicht geändert. Schwarz-Grün scheut weiterhin die Diskussion, ob nicht die Landeshauptstadt Wiesbaden oder die Wissenschaftsstadt Darmstadt auch Teil des Regionalverbands werden sollten. Schwarz-Grün scheut weiterhin, den Regionalverband so stark zu machen, dass er die kaum überschaubare Zahl von Initiativen, Steuerungskreisen und GmbHs, die sich die Gestaltung der Region zur Aufgabe machen, unter einem Dach vereinen kann. Regionalpolitik muss in Zeiten der Globalisierung auch für globale Entwicklungen fit gemacht werden. Metropolregionen sind seit vielen Jahren die Knotenpunkte der Personen-, Waren- und Datenströme der Wirtschaft. Die Infrastruktur der Region ist in vielen Bereichen bereits überlastet oder nah dran. Da ist es doch eigentlich zwingend, dass der Regionalverband vor allem die Kompetenz braucht, innerhalb bestimmter Themenbereiche Aufgaben zu übernehmen und entscheiden zu können. Und er muss auf der Höhe der Zeit sein und wissen, von welchen positiven Beispielen weltweit die Region profitieren kann. Doch dazu fehlen ihm die personellen und finanziellen Ressourcen. Metropolregionen in anderen Bundesländern erhalten beispielsweise Finanzmittel des jeweiligen Landes. Der Regionalverband bei uns finanziert sich ausschließlich durch Umlagen der 75 Kommunen im Ballungsraum, soll aber für die gesamte Metropolregion wirken. Hier müsste meines Erachtens das Land auch einen Anteil leisten, wenigstens einmal einen symbolischen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Umgang mit der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main ist ein Paradebeispiel dafür, dass Schwarz-Grün ein reines Zweck- und Machterhaltungsbündnis ist, von dem keinerlei Ideen oder Gestaltungskraft ausgeht. Der Motor der Weiterentwicklung der Region ist seit vielen Jahren die Wirtschaft, hier vor allem die Frankfurter IHK. Von der Landesregierung kommt dagegen nur schwarz-grünes Schweigen. Als bestes Beispiel dafür ist das neue Strategieforum Frankfurt-Rhein-Main anzusehen, das sich in der Begründung des Gesetzes versteckt hält. Auch das war wieder eine Idee des Frankfurter IHK-Präsidenten, der ein Strategic Board schon im Frühjahr 2017 für die Region gefordert hat. Die Landesregierung hat dem doch überhaupt nur zugestimmt, weil sie dem regionalpolitisch sehr agilen Oberbürgermeister Peter Feldmann nicht gänzlich das Feld überlassen wollte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dazu passend möchte ich mit einem Zitat von Mechthild Harting aus der FAZ vom 10. Mai 2017 abschließen. In einem Bericht über den Tag der Metropolregion, bei dem Präsident Müller seine Idee vom Steuerungskreis vorstellte, schrieb sie, in der schwarz-grünen Landesregierung gab es eine Schrecksekunde, als man von der Idee des Steuerungskreises hörte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sagt eigentlich alles aus. Diese Landesregierung erschrickt sich, wenn jemand mit Diskussionsvorschlägen für die Region kommt. Sie hat Angst vor einer Stärkung der Region. Sie hat Angst davor, über eine Stärkung der Region auch nur zu reden. Bis auf Kleinigkeiten soll lieber gar nichts geändert werden, und das dann auch gleich für 11 Jahre nicht. Das ist zu wenig und wird der Bedeutung der Region nicht gerecht. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst für meine Fraktion noch einmal ausdrücklich Herrn Kollegen Kasseckert zu seinem heutigen Geburtstag gratulieren, ihm alles Gute wünschen, ihm wünschen, dass alles das politisch in Erfüllung geht, was wir Liberale auch unterstützen würden, und ansonsten einen guten Tag. Ich begrüße auch, so wie einer meiner Vorredner, meinen Kreistagskollegen, Herrn Kötter, und empfehle, lieber Marius Weiß, dass ihr euch nachher noch einmal zusammensetzt, weil der Vortrag der SPD-Fraktion zu dem Gesetzentwurf der Schwarzen und der Grünen hat nicht ganz so viel zu tun mit der Arbeit, die Herr Kötter als einer der Verantwortlichen im Regionalverband anscheinend mit großer Freude und auch aufgrund eines Koalitionsvertrages, wenn ich das so richtig sehe, zwischen den Sozialdemokraten auf der einen Seite und den Christdemokraten auf der anderen Seite erfüllt. Ich fand den Vortrag ein bisschen widersprüchlich, Herr Kollege Preis, hin zu den Taten, die man vor Ort begeht. Ich möchte diesen Fehler nicht für die FDP-Fraktion begehen und in die Glaubwürdigkeitsfalle hereintappen. Jawohl, das Gesetz zur Abschaffung des Umlandverbandes und zur Einführung dieses Regionalverbandes hat vor 15 Jahren, vor 16 Jahren eindeutig auch die Handschrift des damals amtierenden hessischen Wirtschaftsministers Dieter Posch, Klammer auf, FDP, Klammer, gehabt. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass es die regionalisierte Flächennutzungsplanung geben soll, da wir damals, wie auch heute, wenn auch heute weniger als damals, die Hoffnung damit verbunden haben, dass eine Bürokratieebene weniger sich künftig mit der Planung in unserer Region auseinandersetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auch bei der Evaluierung des Gesetzes im Jahre 2011 gemeinsam mit unserem damaligen Koalitionspartner die ein oder andere Änderung vorgenommen und sind deshalb nicht überrascht, dass nunmehr in dem von der CDU und der FDP der CDU und der GRÜNEN-Fraktion vorgelegten Gesetzentwurf eigentlich fast nur marginale Änderungen sind. Ich habe das Gefühl, lieber Kollege Weiß, das Thema Abgrenzung sollte man nicht nur politisch, sondern, wie wir gelernt haben, auch juristisch und rechtlich angehen. Das war damals, im Jahre 2001, genauso das Problem wie im Jahre 2011 und wie im Jahre 2018 jetzt wieder, dass man nicht einfach so, jedenfalls dann, wenn man die Freiwilligkeit weiter unterstellt, nicht einfach so eine Abgrenzung, eine Eingrenzung vornehmen kann. Wir sind damals wie heute nicht dafür, dass z.B. die Landeshauptstadt Wiesbaden gezwungen wird, Mitglied in dem Regionalverband zu sein. Sie hat die Möglichkeit, Mitglied in dem Regionalverband zu werden. Und wenn sie diese Möglichkeit wahrnimmt oder nicht wahrnimmt, ist das der Ausfluss der kommunalen Selbstverwaltung hier in dieser Landeshauptstadt Wiesbaden. Lassen Sie mich sagen, dass es schon überzeugend ist, wie Herr Kasseckert das vorgetragen hat und uns allen ja auch bekannt, dass wir uns nicht mehr nur mit einer Region auseinandersetzen, sondern es ist eine Metropolregion. Und deshalb ist unser Vorschlag auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir den Verband umbenennen von Regionalverband in Metropolverband. Das wird der Aufgabe dieses Gremiums, das wird der Aufgabe dieses Verbandes um Längen gerechter, und es macht deutlich, in welcher Liga dieser Regionalverband, nämlich in der Metropolliga, spielt. Ja, und auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Dingen, die uns als Liberale einfach ärgern. Es dauert zu lang. Die Abstimmungsprozesse sind nicht optimal organisiert. Natürlich wissen wir auch da wieder, hallo, aufs Recht aufpassen, dass es verschiedene Verpflichtungen gibt, dass es verschiedene Rechtsschöpfungen auch gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber es kann doch nicht sein, dass die Planung und der Bau von wichtigen Infrastrukturprojekten in unserer Region Rhein-Main über Jahrzehnte sich hinziehen. Wir brauchen da Beschleunigungseffekte, und die kann man auch in dieses Gesetz noch mit hereinnehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor den Menschen, die dort
politische Verantwortung tragen, und zwar nicht nur im Metropolverband, sondern auch kommunal vor Ort, stehen doch Herkulesaufgaben bevor. Die Entwicklung, die demografische Entwicklung, die Zuzugsentwicklung in diese Region und nicht nur in die Stadt Frankfurt am Main sind doch immens. Tobias Utter und ich kriegen das als Stadtverordnete in einer noch 33.000 Einwohnerstadt wie Bad Vilbel mit, was da alles zu tun ist. Und im Gegensatz zu anderen machen wir auch etwas, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir weisen nicht nur Wohnungsgebiete aus bzw. lassen die ausweisen, sondern wir beplanen sie dann auch, damit sie zu Wohngebieten umgesetzt werden können. Aber es kann doch nicht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass viele von diesen Dingen, die damit verbunden sind, denn ich rede jetzt zum Beispiel vom Thema Verkehr, dass diese nicht in einer gesetzlich verankerten Zuständigkeit des künftigen Metropolverbandes liegen. Jedenfalls muss die Zuständigkeit für die Trassenfreihaltung regional und überregional bedeutsamer Verkehrswege dort gebündelt werden. Es ist ein Unding, wie viel Zeit alleine dadurch verstrichen gelassen wird, dass diese Zuständigkeit nicht vorhanden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Haus, das Haus meiner Familie, ist das am stärksten belastete zwischen Bad Vilbel und Friedberg, sollte es den Ausbau der S6 geben mit dritten und vierten Gleis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind trotzdem dafür. Aber das sind natürlich die wenigsten Anwohner, die trotzdem dafür sind. Also muss man rechtliche Wege auch finden. Und das ist über den Metropolverband möglich, dass es eine viel schnellere Zuteilung der Linien kommen kann. Ja, letzte Bemerkung. Die Wahl, die Zusammensetzung der Kammer gibt immer wieder Probleme. Das wird so schön ausgeführt in der Begründung des Antrags. Ist sicherlich im Ministerium sehr ordentlich gearbeitet worden, dass, meine sehr verehrten Damen und Herren, es wegen Koalitionsverhandlungen in den Städten und Gemeinden, in den Kreisen, häufig zu Zeitdruck kommt. Wir finden es deshalb gut, dass die zeitliche Verlängerung vorgenommen wird, aber wir möchten auch, dass die Wahl in Form von Wahllisten möglich ist. Und wir möchten auch, dass diese für uns nicht nachvollziehbare und rechtlich nicht notwendige Einschränkung entfällt, dass nur Mitglieder der gemeindlichen Organe in die Verbandskammer auch entsandt werden können. Da wurde einmal von einem klugen Juristen erklärt, das ginge nicht anders, weil man da eine entsprechende Ableitung des Rechtes herauszieht. Die allgemeine Meinung ist aber eine vollkommen andere. Sie merken, ich habe versucht, neben den netten Äußerungen zu Beginn darauf hinzuweisen, dass wir an diesem Gesetzentwurf partizipiert haben, dass er heute auch fortgeschrieben werden muss. Und da ist es mir jackig wie hosig, ob das nun im November, im Dezember oder ob das nun Mitte Februar abläuft. Sondern das ist eine Regel, die kann man so machen und die kann man auch anders machen. Aber also, sich darüber aufzuregen, lieber Kollege von den Sozialdemokraten, ich wäre lieber tiefer in den Inhalt hereingegangen. Ich bin es, glaube ich, für die FDP-Fraktion. Lieber Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir freuen uns auf die Anhörung, die natürlich jetzt stattfinden muss, und dann auf eine intensive inhaltliche Debatte auch mit den Betroffenen vor Ort. Vielen herzlichen Dank. War ja schon eine halbe Minute über der Zeit. Vielen Dank. Das Wort hat nun der Kollege Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Kollege Kötter aus dem Regionalvorstand! Wir reden heute über die Fortschreibung des Metropolgesetzes. Das Metropolgesetz ist, wie der Kollege Hahn schon dargestellt hat und insbesondere auch der Kollege Kasseckert in seiner Geburtstagsrede uns deutlich gemacht hat, ist im Prinzip, in der Struktur bleibt es unverändert. Das will ich sagen, auch was Sie wundern mag. Viele Fachleute, verehrter Kollege Hahn, im Gegensatz zu Ihren positiven Worten, sehen durchaus nicht unerhebliche Probleme in der Konstruktion, wie sie da ist. Wir haben ja auch immer wieder, wir sind alle hier im Landtag auch schon konfrontiert worden, wieder von neuen Initiativen, die sozusagen grundsätzlich etwas anderes möchte, unter anderem der Initiativkreis Monopolregion Frankfurt-Rhein-Main. Und da kommt immer wieder die Frage auf nach der Verfasstheit der Region.
Und die Koalitionsfraktionen haben sich dazu verstanden, dass das, was in Tradition nach, ich würde fast sagen, mehreren Jahrzehnten leidvoller Debatte, nämlich immer wieder die Frage, wie kann man die Region vernünftig verfassen, am Ende zu keinem Ergebnis geführt hat, dass wir sagen, das Prinzip der Freiwilligkeit, der Zusammenschlüsse für die Lösung jeweils spezifischer Aufgaben ist das relativ bei weitem erfolgreichste. Und deswegen bleiben wir dabei. Das kann man vom Grundsätzlichen her natürlich auch immer wieder anders sehen. Und manches, verehrter Kollege Hahn, was Sie an Aufgaben beschrieben haben, was Sie sich wünschen würden, dass es erfüllt wird, das würde nach meiner Einschätzung aber genau brauchen, dass man wieder die Verfasstheit in anderer Weise löst, als es bisher ist. Deswegen kann ich nur sagen, Vorsicht, zum Beispiel sozusagen abschließende Planungsentscheidungen in dem Sinne, dass sie zugleich auch exekutiert werden können. Denn, meine Damen und Herren, man kann es bejammern oder man kann es zur Kenntnis nehmen. Manche finden es ja auch gut. Wir haben in all den Planungsfragen sozusagen den heiligen Gral der Planungshoheit der Kommunen zu beachten. Und deswegen sind auch so merkwürdige Konstruktionen wie diese Verbandskammer letztendlich von den allermeisten Juristen als notwendig erachtet, weil sie ein einfach normal gewähltes Parlament, was die demokratische Legitimierung darstellt, für auch exekutierbare Entscheidungen nicht produzieren können, sondern weil sie die Planungshoheit und damit das Entsendungsrecht der Kommunen zu beachten haben. Deswegen hatten wir ja seinerzeit bei dem Umlandverband die Doppelkonstruktion sowohl einer Versammlung als auch einer Kammer, um genau mit aus dieser Schwierigkeit herauszukommen. Jetzt hat der Regionalverband allein die Kammer, die dort die Entscheidungen trifft, und damit konzentrieren sie sich natürlich auch auf die Planungsfragen. Was inhaltlich an der Gesetzesänderung jetzt ergänzend hinzugefügt wird, hat der Kollege Kasseckert schon hinreichend beschrieben. Ich denke, das brauche ich nicht noch einmal zu wiederholen. Ich will aus unserer Sicht betonen, dass wir zu den Bemerkungen des Kollegen Weiß über die Dauer der Verlängerung muss ich dann doch noch eine Bemerkung machen. Verehrter Kollege Weiß, Sie werden sich vielleicht, wenn Sie es beobachtet haben, erinnern, dass es durch einen Koalitionsbruch Ihrer sozialdemokratischen Freunde im Regionalverband zu einer Koalitionsverabredung kam, die eine Periode über 2,5 Wahlperioden festgelegt hat. Und jetzt nehmen Sie es doch einmal so, dass wir diese Verlängerungszeit genau so angepasst haben, dass Sie in Ruhe Ihre Verabredung bis zum Ende gewärtigen können und nicht zwischendurch mit Gesetzesänderungen voraussichtlich konfrontiert werden. Also, warum man das kritisiert, wenn man gerade derjenige, der Veranlasser ist, für diese aus unserer Sicht nicht ganz demokratische Entscheidung, sich über Wahlperioden völlig unabhängig von der Wählerentscheidung schon einmal festzulegen. Deswegen sollten Sie das als allerletzter eher einmal kritisieren. Ich bitte um Nachsicht. Aber diese Bemerkung konnte ich mir nicht verkneifen an der Stelle. Und insoweit müssen Sie doch froh sein, dass wir Ihnen entgegenkommen. Ich mache auch aus meinem Herzen keine Mördergrube und würde sagen, wir wollen jetzt die Verlängerung so machen. Wir werden die Anhörung ausführlich durchführen. Ich ahne so ein bisschen, dass die weitergehenden Wünsche, die der Kollege Hahn hier vorgetragen hat, weder bei der Mehrheit im Hause noch bei denen, die wir anhören werden, auf sagen wir mal, breite Unterstützung stoßen könnten. Aber das werden wir gerne abwarten, und dann werden wir am Ende entscheiden. Ich selber sage, dass ich nicht ausschließen will, dass wir uns in der nächsten Periode mit dem Thema, nämlich im Gesamtumfeld, wie wir Regionen aufstellen, noch einmal befassen werden. Dann können die erst einmal in Ruhe arbeiten, die jetzt ja dort die neue Verbandsspitze darstellen. Und wir können schauen, ob sie das, was sie sich selber vorgenommen haben und was viele erwarten von ihnen, nämlich jetzt endlich einmal sozusagen in die Puschen zu kommen, ob sie das tatsächlich hinkriegen. Es ist erlaubt, den einen oder anderen Zweifel zu haben. Dennoch, verehrter Kollege Kötter, unsere guten Wünsche begleiten auch Sie. Sie wissen ja, wir werden das weiterhin kritisch beobachten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Rhein-Main-Region ist zugegeben ein wirtschaftlich sehr erfolgreicher Standort. Die Skyline, der Flughafen mit seinem Lärm und die Rekordgewinne vieler Unternehmen sind Realität. Doch diese Realität steht auch eine andere gegenüber, denn längst kommt diese wirtschaftliche Stärke
nicht bei allen Menschen an. Immer mehr befristete und auch schlecht bezahlte Beschäftigung sind in der Region Rhein-Main genauso Realität wie drastisch steigende Mieten sowie klamme Kommunen. Allein vor diesem Hintergrund betrachtet, muss man leider zu dem Ergebnis kommen, dass der vorliegende Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen mutlos und wenig progressiv daherkommt. Wenn man die Region Rhein-Main wirklich voranbringen will, wäre ein wesentlich reformistischer Entwurf notwendig als der aktuell vorliegende. Dazu müsste man sich allerdings auch die Mühe machen und sich mit den zentralen, grundlegenden Fragen befassen. Diese sind aus meiner Sicht: Erstens. Wie sieht eigentlich die Abgrenzung des Gebietes der Rhein-Main-Region aus? Zweitens. Welche Aufgabe soll die Metropolregion eigentlich übernehmen? Drittens. Ist die aktuelle Organisationsstruktur wirklich die sinnvollste, um sie um 10 Jahre zu verlängern? Auch andere Strukturen wären schließlich denkbar, wie z. B. in der Region Hannover oder wie Berlin, einer Großstadt mit starken Bezirken. Viertens. Wie sieht es eigentlich um die Legitimation der politischen Gremien aus? Soll es bei der Versammlung von Delegierten der Verbandskommunen bleiben, oder soll es nicht lieber ein direkt gewähltes Parlament geben, wie es ja schon einmal gegeben hat beim Umlandverband, oder wie es in der Region Stuttgart oder Hannover bereits gibt und ab 2020 auch im Ruhrverband Realität sein wird? Und fünftens, oder wie sollen die Entscheidungskompetenzen zwischen den verschiedenen Parlamenten und Gremien verteilt werden? Eine Umetikettierung, wie sie der Abg. Hahn vorgeschlagen hat, von Regionalverband zu Metropolverband, wäre meiner Ansicht nach bei diesem Gesetz nichts anderes als Etikettenschwindel und würde überhaupt nicht weiterhelfen in diesen Fragen. Diese grundsätzlichen Fragen, die zu beantworten sind, die aber im vorliegenden Gesetzentwurf allenfalls am Rande aufgeworfen werden, sind nicht diskutiert. Stattdessen beschränken sie sich auf ein wenig Prosa in der Präambel und eine überschaubare Aufgabenerweiterung. Dies wird aber nach meiner Auffassung der Bedeutung und vor allem der Reformbedürftigkeit der Metropolregion Rhein-Main in keinster Weise gerecht. So loben Sie in Ihrer Gesetzesbegründung auch den regionalen Flächennutzungsplan. Ja, einen solchen Plan für die gesamte Region zu entwickeln und aufzustellen, ist sicherlich respektabel. Doch kann auch niemand ernsthaft abstreiten, dass dieser Nutzungsplan höchst problematisch ist, wenn er dann abgeschlossen ist. Nicht genug damit, dass der 2011 in Kraft getretene Plan von einem deutlich geringeren Bevölkerungswachstum ausgegangen ist, als dieser in den letzten 7 Jahren war, ist das gesamte Konstrukt auch für Bürgerinnen und Bürger jedoch nach wie vor in höchstem Maße intransparent. Wir haben hier eher eine verwaltungstechnische Debatte bisher erlebt als eine sozusagen politisch-inhaltliche. Die ganze Mutlosigkeit Ihres Gesetzentwurfs wird in zwei ganz wesentlichen Bereichen deutlich, dem Verkehr und der Wohnungspolitik. Seit Jahrzehnten bricht der Verkehr in der Region unter unzähligen Staus zusammen. Staufreies Hessen, so wie es Minister Posch für 2015 gepriesen hat, ist aber längst vorbei. Anstatt sich endlich über ein geschlossenes ÖPNV-Konzept Gedanken zu machen, wird weiter in einzelnen Strecken diskutiert und der Individualverkehr weiter gefördert und hofiert, mit dem Ergebnis immer längere Staus auf immer breiteren Autobahnen. Richtiger wäre es doch, mehr Menschen dazu zu bringen, nicht im Stau zu stehen, sondern in einem gut ausgebauten und bezahlbaren oder besser noch kostenfreien ÖPNV zur Arbeit und wieder nach Hause zu gelangen. Dazu wären aber zahlreiche Streckenausbauten gezielt und auf der Grundlage eines Netzplans anzugehen. Doch davon ist weit und breit nichts zu erkennen. Auch der gravierende Mangel an bezahlbarem Wohnraum muss endlich gemeinsam angegangen werden. Wir brauchen eine regionale Verantwortung für die aktive Förderung des bezahlbaren Wohnraums, anstatt, wie es jetzt wieder in Frankfurt passiert, ganze Stadtteile auf eigener Bemarkung zu errichten, müssten vorgesehene Potenziale gemeinsam mit dem Umland besser genutzt werden.
Dies wird aber nicht geschehen, solange eine solche regionale Verantwortung nicht fest im Metropolgesetz verankert ist. Und das ist die Regelung nicht, die Sie jetzt reingeschrieben haben. Meine Damen und Herren, mit dem Auslaufen des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main im kommenden Jahr hätte die Chance bestanden, die Zusammenarbeit innerhalb dieser Region grundlegend auszubauen und neu zu gestalten. Dies hätte aber einen umfassenden Diskussionsprozess innerhalb der Bevölkerung und in allen politischen Gremien der Region vorausgesetzt. Dieser Aufbruch ist aber offensichtlich nicht gewollt. Man will gar keine starke Regionalregierung in der Region Rhein-Main. Das ist politisch klar. Diese Chance wird also mit dem vorliegenden Gesetzentwurf verspielt, da er die grundlegenden Probleme außer Acht lässt und den mehr als unbefriedigenden Status quo beibehält. Deshalb sage ich zum Schluss, wir würden uns für die Region Rhein-Main z. B. ein Leitbild wünschen, das beschreibt, dass diese Region nicht zuerst als Motor, Standort oder Finanzplatz bezeichnet, sondern als Zuhause von Millionen lebender Menschen. Die Qualität dieser, die Lebensqualität dieser Menschen und die Handlungsfähigkeit der Kommunen sollte dabei an allererster Stelle stehen. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf zum Gesetz zur Änderung über die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main kurz Stellung nehmen und vielleicht mit einer Eingangsbemerkung beginnen. Herr Kollege Schaus, diese konsequente Ausblendung der Lebenswirklichkeit in der Metropolregion, die ist schon wirklich bezeichnend. Wir haben Vollbeschäftigung, meine Damen und Herren, nahezu volkswirtschaftliche Vollbeschäftigung in der Region. Die Kommunen haben heute gerade eben gemeldet, dass wir über eine Milliarde Überschüsse haben. Und das Thema Wohnraum ist wirklich kein Exklusivproblem der Metropolregion. Es ist eines. Sicher, darauf antwortet dieses Gesetz aber auch. Aber ich würde doch einmal vorschlagen, dass wir jedenfalls der Rest des Hauses die Lebenswirklichkeit in der Metropolregion in Rhein-Main mal zur Kenntnis nehmen. Es geht den Menschen in unserem Land sehr, sehr gut. Meine Damen und Herren, das Gesetz setzt auf. Kollege Hahn hat die Geschichte schon ein bisschen erläutert auf das Ballungsraum- und Planungsverbandsgesetz aus dem Jahre 2000, was wir damals verändert haben. Wir haben dann im Jahre 2011 das Metropolgesetz entsprechend aufgesetzt. Orientiert sich an einer aufgabenbezogenen regionalen Zusammenarbeit. Und wesentliches Merkmal des Metropolgesetzes ist die Freiwilligkeit. Und die Freiwilligkeit, die am Ende auch die kommunale, das unser Leitbild der kommunalen Selbstverwaltung unterstützt, ist, glaube ich, der Wesenskern am Ende, der auch die Zusammenarbeit in der Region prägt und ich sage Ihnen auch in Zukunft prägen sollte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir die Strukturdebatten, die wir in früheren Jahren geführt haben über direkt gewählte Parlamente und diesen ganzen Kram, dass wir das überwunden hätten und uns um die Zukunft schauen. Aber die rückwärtsgewandte Diskussion ist hier vom Kollegen Schaus von den LINKEN wieder eingeführt worden. Ich glaube nicht, dass sie uns auch nur einen Millimeter weiterbringt, meine Damen und Herren. Ich bin Herrn Kollegen Staatsminister Wintermeyer sehr, sehr dankbar, der die Koordinierung der Ressorts und praktisch als Kümmerer für die Metropolregion, für die Landesregierung in den letzten Jahren hier agiert hat. Er hat in der Tat initiiert, das hier bereits angesprochene neue Board, wenn man so will, die Zukunftsinitiative Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main, die im März 2017 in einer ersten Auftaktveranstaltung dafür gesorgt hat, dass die Vernetzungsarbeit in der Metropolregion weiter ordentlich funktioniert. Und er hat damit sozusagen sich zur Aufgabe gestellt, was als unsererseits wichtig ist, unter der Freiwilligkeit, unter Achtung der kommunalen Selbstverwaltung trotzdem für eine Verzahnung der Region zu sorgen. Und ich finde, das ist sozusagen unter dem Gesichtspunkt auch kommunaler Selbstverwaltung aller Ehren wert, dass die Landesregierung durch ihren Beauftragten hier entsprechend handelt. Meine Damen und Herren, die Freiwilligkeit als Strukturelement habe ich angesprochen. Wir haben dort die Möglichkeit, dass wir frei wählbare Strukturen
oder Organisationsmodelle für die Bewältigung der Aufgaben wählen können. Das hebt die Kräfte, sage ich, die Tatkraft der Region, die Innovationsfähigkeit der Region mehr, als wenn wir in verfestigten Strukturen denken. Insofern auch unter diesem Gesichtspunkt kann ich nur sagen, hat sich das Metropolgesetz im Prinzip bewährt. Wir haben sehr erfolgreiche, projektbezogene, aufgabenbezogene Gesellschaften. Ich nenne nur den Kulturfonds, ich nenne die internationale Marketing GmbH, die Gesellschaft für integriertes Verkehrsmanagement, die existiert bereits, meine Damen und Herren. Das heißt, das Thema Verkehr ist bereits entsprechend verankert. Das unterstützt diese Gesellschaften. Der Erfolg dieser Gesellschaften unterstützt unser Leitbild, dass wirklich eine optimale Aufgabenwahrnehmung durch die Gesellschaften möglich ist, auf der anderen Seite aber eben auch ein bedarfsgerechter Zuschnitt, ein vor allen Dingen bedarfsgerechter Gebietszuschnitt bei der entsprechenden Aufgabenwahrnehmung. Der Regionalverband hat eine wichtige Funktion seit 2011. Er sorgt für die kommunale Vernetzung. Und lassen Sie mich wenigstens an einer Stelle mal kurz einen Erfolg auch mal besonders herausheben. Er hat eben mit dafür gesorgt, auch durch seine Vernetzungsarbeit und mithilfe der Standortmarketing GmbH, dass es uns gelungen ist, dass wir in den letzten Jahren 400 Unternehmen aus aller Welt in die Metropolregion hineingebracht haben, die mit dafür Sorge tragen, Herr Kollege Schaus, dass wir volkswirtschaftliche Vollbeschäftigung in der Rhein-Main-Region haben. Das ist ein schöner Erfolg, der sich für die Menschen in der Region ganz unmittelbar eben auch auswirkt, meine Damen und Herren. Dass wir in den letzten Jahren es erreicht haben, ich glaube, Heiko Kasseckert war noch sozusagen der Spiritus Rector, dass wir eine Interessenvertretung in Brüssel mittlerweile haben in der Landesvertretung. Das ist eine wichtige Initiative und eine wichtige Initiative gewesen, die zeigt, dass die Metropolregion eben über ihre Grenzen hinausdenkt und natürlich sozusagen auch eine Interessenvertretung auf der europäischen Ebene organisiert hat. Auch das ist sozusagen einer der Erfolge, weswegen es angezeigt ist, dass wir die Metropolregion in der bisherigen Verfassung mit ein paar leichteren Veränderungen auch für die Zukunft eine ordentliche Grundlage mit dem Gesetz bieten. Wir haben neue Herausforderungen, die sind beschrieben worden, ist auch hier schon dargestellt worden. Das Thema Wohnen, das Thema Klimaschutz, das Thema Digitalisierung sind natürlich Aufgaben, die auch in der Metropolregion Verankerung finden müssen und deswegen auch Gegenstand des Gesetzes sind. Wir haben darüber hinaus erkannt, dass das Thema Trink- und Brauchwasser, das wir 2011 aus dem Gesetz herausgenommen haben, wieder an Bedeutung gewonnen hat, dass wir dieses Thema als Herausforderung mit in das Gesetz aufgenommen haben. Ist ebenfalls anerkennend, dass wir dort den Möglichkeiten der Region, dass sie ihre Aufgaben, die sie über die einzelnen Grenzen der Städte und Gemeinden und der Landkreise hinaus wahrnehmen können, dass sie das eben unter dem Dach der Metropolregion auch erfolgreich machen können. Insgesamt ein runder Gesetzentwurf. Wir werden ihn weiter diskutieren. Wir werden auch die Vorschläge, die gemacht worden sind, natürlich miteinander erörtern. Ich glaube, dass wir eine gute Basis haben mit dem vorgelegten Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN. Ich freue mich auf die weitere Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir überweisen den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Innenausschuss.